Hallo zusammen, Wiebke Muser hier. Ich bin heute hier vor Ort in Jena zusammen mit unserem Büromaskottchen Brutus. Und zwar dort, wo wir im Juni den Infostand gemacht haben, der so massiv angegriffen worden ist. Brutus, unser Maskottchen, hat gestern gefragt, wie viele Polizisten waren nötig, um diesen Infostand zu schützen. Bevor es die Auflösung gibt, möchte ich ganz kurz mal aus der Antwort der Kleinen Anfrage an die Landesregierung zitieren, die ich bekommen habe, was damals passiert ist. Am Informationsstand der AfD kamen ca. 20 bis 30 Personen zusammen, die nach Angaben eines der Standbetreiber dem linken Parteienspektrum zuzuordnen seien und die AfD-Mitglieder bedrängt haben sollen. Es wird in diesem Zusammenhang von verbalen Auseinandersetzungen, Beleidigungen und von einem Diebstahlversuch eines Plakataufstellers berichtet. Mehrere Personen sollen vermummt gewesen sein. Die Personen sollen Unbeteiligte daran gehindert haben, sich Zugang zum Infostand zu verschaffen. Beim Eintreffen der örtlichen Polizei entfernten sich einige der Personen. Im weiteren Verlauf beschädigte ein Radfahrer einen Werbeaufsteller der AfD. Sodann wurden 5 Personen mit Plakaten am Stand festgestellt, welche diesen blockierten. Später wurden vom Dach eines Hauses sogenannte Wasserbomben auf die Vertreter der AfD geworfen. Nachmittags um ca. 15 Uhr wurde der Informationsstand von ca. 40 Personen umstellt, sodass der Zugang erheblich erschwert war. Dabei kam es erneut zu Beleidigungen von AfD-Vertretern. Im Weiteren konnte der Informationsstand ohne zusätzliche Beeinträchtigungen bis gegen 17.20 Uhr betrieben werden. Also wir haben die Schilderung der Landesregierung gehört. Es waren nicht 2 Polizisten nötig, um den Infostand zu schützen. Es waren auch nicht 14 nötig. Ich habe damals vom Gefühl her gesagt, es waren auf jeden Fall über 30. Tatsächlich waren es nach Auskunft der Landesregierung 59 Polizisten. Das ist eigentlich verrückt, dass in einem Land wie Deutschland so ein Schutz nötig ist. Nichtsdestotrotz möchte ich mich sehr, sehr herzlich bei allen Polizisten für einen Einsatz für uns und für die Demokratie bedanken.